1, 2, 3 und 4 und 1, 2 und 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 3 und 4 und 1, 2 Ja, geh mal her, dann lege ich damit direkt mal los, Mensch. Ja. Klasse. Na? Okay. Dann. Hey. Ha? Wo ist denn deine Schutzausrüstung dafür? Schutzausrüstung? Ja, klar. Ach, Junge, das hätte ich komplett vergessen. Ja, anziehen. So, Heiko, besser? Alle Achtung, mein Freund, man kann doch übertreiben. Mir steht alles, oder? Richtig. Alles klar, dann gib das Ding mal her. Dass meine Frau ihr Zweirad kriegt. 1 und 2 und 3 und 4. Hallo? Was machst du denn da? Was denn? Geh mal weg, ich zeige dir das mal. Das sieht scheiße aus. Mach ein Foto. Gefällt mir. Ja, finde ich auch. Ne? Und jetzt hat deine Frau ihr Röhrchen. Ja, die wollte ein Zweirad. Oh. Was soll die mit dem Röhrchen? Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, bei dem es sich diesmal, wie ihr bereits gesehen habt, rund um die Trennscheibe dreht. Und mit mir dabei, wie immer, der Mann, der aufgrund seiner Masse nicht mal von Scotty hochgebeamt werden konnte. Heiko. Hallo. Hallo, Heiko. Hi. Und, alles gut? Ja, Andi, alles soweit. Ja? Hast du die Eisenbahnmesse gut überstanden? Ich meine, es ist jetzt eine Woche her. Ja, also meine Füße geht's wieder gut. Also ja, eigentlich schon. Hab zwar eine kleine Erkältung, aber alles gut. War schon eine gute Latscherei da, ne? Ja, wo sie ziemlich klein war, eigentlich nur, ich glaube, waren sechs Hallen. Ja. Aber wie gesagt, es war also schon viel zu laufen. Also ich sag mal, sechs Hallen in unserer Gewichtsklasse ist dann doch schon nicht ohne, ne? Ja. Ja, gut. Ja. Der Heiko sieht sich immer noch selber als schlank, also daher. Richtig. Ja, absolut. Ich hab nur schöne Knochen. So sieht's aus. Ja, Heiko, wir machen heute Trennscheiben. Ist eins unserer Lieblingsprodukte tatsächlich, weil damit haben wir auch angefangen, unseren Online-Handel groß zu kriegen. Was heißt groß? Aber damit haben wir gestartet. Das waren die ersten Produkte, die gut gelaufen sind. Deswegen haben wir die wirklich sehr, sehr gerne. Und was wir eben gesehen haben, was war das? Ja, das war ein Video, wie man es halt nicht machen sollte. Sagt deshalb immer, wenn ihr irgendwas macht, wo ihr keine Ahnung von habt, fragt euren Freundeskreis nach. Da ist bestimmt einer, der es weiß. Hilfe ist immer gut. Oder Heiko, vor allen Dingen, wenn ihr wie ich zwei linke Hände habt, was tatsächlich so ist, dann solltet ihr euch auf jeden Fall Hilfe holen. Das ist ja nicht ohne. Ne? Ich glaube, die Dinger, die drehen mit, ich glaube, 12.000 Umdrehungen, die kleinen 125er Scheiben. Ja, ne? Genau, die sollen also in der Umdrehungszahl sollen sie laufen. Ja. Und ich sag mal, wenn du dich damit erwischst, dann hast du doch ganz gewiss Trennungsschmerz. Ne? Ach, der Schmerz, der kommt ja später. Erst merkst du nichts, dann ist es Blut und dann, dann kommt der Schmerz. Ja, gut, sollten wir vermeiden. Ne? Gut, aber auf jeden Fall, wir haben eben getrennt mit einer 125er Scheibe. Genau. Ja. 1,0er, also im Durchmesser 1,0. Millimeter und dann tatsächlich auch von welcher Marke? Haus- und Hoflieferant, Rodius natürlich. Haus- und Hoflieferant, genau. Also wir haben mit einer Rodius-Trennscheibe gearbeitet. Warum mit Rodius? Ich mag sie. Du magst sie? Ich arbeite gerne mit Rodius. Okay. Gut, also wir haben mit Rodius getrennt. Warum mit Rodius? Weil ich sie mag. Ja, mag sie immer noch.
jeden Fall. Cool, alles klar. Nee, aber Hintergrund ist der, wir waren auf der Messe und haben da unzählige Stände, vor allen Dingen in der China-Schrottetage gesehen, die uns halt diese Scheiben angeboten haben zu einem halben Preis vielleicht. Oh, das ist die Hälfte ist noch viel weniger. Ja, genau. Also sowas wollen wir hier gar nicht verkaufen. Das eigentlich aus gutem Grund. Ich glaube, du hast ja generell mehr Industriekunden, ne? Ja, also bei mir, also hier stationär dreht es sich wirklich bei mir um Handwerker, Schlosser. Die Steinindustrie ist ja sehr stark vertreten hier. Und wie gesagt, also da lege ich auch schon Wert auf gute Produkte. Wie gesagt, habe ich halt von Rodius, absolut. Wie gesagt, dann gibt es halt auch noch Rückeberg, die ich auch noch gerne verkaufe, auch gute Sachen. Aber am meisten fahren sie hier in meiner Region halt nach Rodius. Ja. Mhm. Gut, also ich denke mal, für Industriekunden ist das sowieso raus. Ne? Ich möchte China-Schrottscheiben sagen. Oder gibt es Kunden, hast du einen Industriekunden gehabt oder einen professionellen Handwerker, der gesagt hat, ich hätte jetzt gern diese Scheiben, damit die billiger sind? Nein, also wie gesagt, die Industriekunden oder Handwerker, die kommen rein, sagen halt, ich brauche das und das und das, erwarten dann natürlich auch von mir, dass sie dementsprechend Qualität kriegen, holen sie und fahren wieder. Wenn ich ihnen jetzt zum Beispiel eine Scheibe von China verkaufen würde, wird da, was weiß ich, irgendwas draufdrucken, rot ist oder sowas, würden sie im ersten Moment nicht merken, aber wenn sie damit arbeiten sind, nachher, ich glaube, dann merkt man es. Dann kommen die natürlich auch nicht mehr wieder. Deshalb von vornherein, Qualität ist drum. Genau, genau. Und ich denke mal, das ist auch das, was ich sag mal für den Hobbyhandwerker, ich glaube, unterm Strich sparst du damit Geld. Ich meine, so groß ist der Aufpreis nicht. Und wenn er mal guckt, von der Haltbarkeit her, ist das schon was anderes dann. Ne? Ja, gehe ich absolut von aus. Also wie gesagt, ich habe selber mit einer Scheibe von China noch gar nicht gearbeitet, mag ich auch nicht. Einfach weil ich bin begeistert von den Produkten von Rodius. Verkaufshalter, wie ich halt schon gesagt habe, unheimlich gerne. Also von daher. Ja, wir waren ja auch bei der Messe, waren wir auch beim Stand vom Rodius, waren wir tatsächlich. Genau, da haben wir die letzte Schlussfrequenz haben wir da gedreht. Genau, und wir hatten da auch die Möglichkeit, mit dem Techniker von Rodius zu sprechen. Und der hat uns halt auch erklärt, generell bei der Zusammensetzung, was für Harze, in welchem Anteil und was die hier für Materialien verwenden, was das für einen Unterschied macht. Und wenn die Produktentwicklung dort eine neue Mischung hat, dann werden die dann vor Ort dann von den Technikern ausprobiert, die auch ein Gefühl dafür haben. Und generell ist das schon ein Riesenaufwand, den die da betreiben. Ne? Ja klar, Gottes Wille. Ich meine, man kann ja nicht als Firma Rodius jetzt hingehen und dann einfach mal wieder schlechte Qualität bauen. Ne? Also wie gesagt, die haben eine Qualität, die wollen sie auch halten, eventuell sogar noch ausbauen. Ne? Und das ist halt wichtig, auch für namhafte Hersteller wie Rodius oder ob es Rückeberg ist oder Klingspur ist, die werden es genauso machen. Mhm. Okay, bevor wir dann jetzt gleich noch zu den unterschiedlichen Scheibenarten kommen, die Rodius da für uns im Angebot hat, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil wir haben zum einen noch einen praktischen Tipp für euch, was man mit einer Rodius-Scheibe machen kann, nicht wahr? Oh ja, Andi hat einen Tipp für euch. Einen praktischen Tipp für unterwegs. Ja. Und wir haben noch eine Ankündigung über eins der, ja, wahrscheinlich Ende Oktober, Anfang November kommenden Videos. Das wird auf jeden Fall was ganz Besonderes, also bleibt auf jeden Fall noch dran. Gut, kommen wir mal zu einem groben Überblick. Was sind denn jetzt so deine Dauerrenner, die du jetzt hier hast in deinem Laden? Also mein Dauerrenner ist in der Klasse 125er Durchmesser, ist die XC70 von Rodius. Die habe ich dann in zwei Größen, einmal in der Stärke 1,0. Mit dieser Scheibe wird halt hauptsächlich bei mir hier in der Gegend ja, getrennt, geflext, wie man es ausdrücken will. Hat eigentlich eine ganz gute Standzeit, geringe Sprung und Flug hat sie. Also sie wird unheimlich gerne gekauft. So. Mhm. Nicht weh, Andi? Nee, alles gut. Dann habe ich halt noch ein Angebot, die gleiche Scheibe ist auch eine XC70 Scheibe, auch eine 125er. Hat man die Kamera? Hat dann Durchmesser, also eine Dicke von 1,5, steht dann halt in der Standzeit noch ein bisschen dicker, auch einen geringen Funkenflug. Ja, das sind so die zwei kleinen Scheiben, die unheimlich gut laufen bei uns, die halt viel gekauft werden. Und dann habe ich noch die XTK 38, die habe ich in 180er Durchmesser oder in 230er, das läuft am allerbesten.
ein Vorteil von diesen Scheiben, die Standzeit und die Verarbeitung, also die Mischung von den Scheiben ist halt wesentlich, also schon besser als die von der XT70. Des Weiteren sieht man es vielleicht hier, hat die so eine kleine Wölbung, so dass man auch ein bisschen plan schneiden kann. Ja, auch eine sehr gute Scheibe, 230, 1,9 von Rodius. Läuft gut. Das ist gut. Und ich denke mal, gerade jetzt die kleinen Scheiben, also ich sag mal, wie die 1,0er hier, für präzise Schnitte. Ja. Richtig? Also für dich nicht, aber ja, für Leute, die es können, ja. Die können damit einen schönen Geradschnitt machen. Okay. Also für präzise Schnitte ist die auf jeden Fall gut geeignet. Und ich meine, gelesen zu haben, auch für antriebsschwache Maschinen, weil die auch so dünn ist, ne? Ja, genau. Also man muss da nicht volle Power gehen. Also auch für Geräte, die halt eine kleinere Leistung haben, kann man diese Scheibe durchaus verwenden. Ja. Okay. Gut, kommen wir zu unserem praktischen Tipp. Und zwar haben Heiko und ich uns die Frage gestellt, keine Ahnung, ihr geht an einem Sommer mal schön wandern, ne? Und am auf jeden Fall, ne? Der Heiko und ich sind an einem schönen Sommertag, sind wir schön wandern. Und nachdem wir dann stundenlang unterwegs waren und ganze 850 Meter hinter uns gebracht haben, Hast du vielleicht ein Problem. Und zwar Bier? Bier? Ja, Bier. Bier, ja. Säufer. Und zwar Bier. Stellt euch mal vor, ihr seid gewandert, ja, möchtet euch ein kühles Bier gönnen und habt den Dosenöffner vergessen. Was machen? Ihr nehmt euren Wanderrucksack raus, guckt rein. Wir haben da eine Stulle drin, eine Wurst, ein paar neue Socken und einen Winkelschleifer. Was machen wir dann? Wir machen die Dose auf. Ja. Ja? Das zeigen wir euch gleich. Was hast du eigentlich für eine billige Plörre geholt? Da ist das günstigste von günstig. Dann lass uns immer schmecken, mein Freund. Hab ich jetzt die ganze Scheiße abbekommen und du nichts oder was? Also ich muss sagen, ich mach dann doch lieber. So, Prost. Bier. Ich würde sagen, das war gut, oder? Ja, wenn man auf Bier duschen steht, klar. Auf jeden Fall, die Dose ist auf, schnell und praktisch. Ja, Splitter sind bestimmt auch drin. Ich trinke das nicht. Bei mir nicht. Also wie gesagt, ich kann trinken und weiter wandern, an die Brustduschen gehen. Wer hatte die scheiß Idee denn? Du. Autsch. Gut, aber auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wie ihr schnell, einfach und praktisch eine Bierdose öffnen könnt. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz dazu erwähnen, bitte nicht zu Hause nachmachen. Ich glaube, das ist nicht so gesund. Richtig, und man hat ja auch nicht immer gerade so ein langes Verlängerungskabel dabei, um so einen strombetriebenen Winkelschleifer zu betätigen. Ja. Andreas. Das könnte ein Problem sein beim Wandern. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Hast du ja nachgedacht, doch drüber gestanden. Vor allem, wenn ich jetzt gleich nach Hause fahre und werde von der Polizei angehalten. Kriegst du nicht erklärt. Die riechen dann, dass ich nach Bier stinke. Und du stinkst nicht nach Bier? Abartig. Danke. Und wenn ich denen dann sage, nee, ich habe nichts getrunken, sondern nur mit einem Winkelschleifer die Dose aufgemacht. Ich glaube, die nehmen mich doch direkt mit, oder? Definitiv. Also, Anstalt lässt grüßen. Okay, kommen wir jetzt zu unserer Ankündigung, die auch voll im Thema der Trennscheibe liegt. Und zwar hat der Heiko sich nicht lumpen lassen und veranstaltet bald ein Event. Und zwar machen wir eine Meisterschaft, eine Trennscheiben-Weitwurf-Meisterschaft. So sieht's aus. Die Die Trennscheiben-Weitwurf-Meisterschaft 2022 wird stattfinden, wenn wir sie noch hinkriegen. Wenn das Wetter wirklich mitspielt, wird sie Ende Oktober wird sie stattfinden. Wie gesagt, in zwei Klassen drin waren. Einmal die 230er-Klasse und einmal die 125er-Klasse. Ganz genau. Und falls ihr Interesse habt mitzumachen, kein Problem. Meldet euch bei uns, wir suchen noch Teilnehmer.
bis dahin üben wir noch ein bisschen, oder? Richtig. Ja? Ich denke, du bist schon ein Profi da drin, oder? Ich? Ja. So sonntags morgens, so das erste, was du machst, du mit Sicherheit Trennscheiben weit werfen, oder? Definitiv, ich schmeiß damit meine Frühstückseier auf. Ah, sehr gut, sehr gut. Also der Kunst. Ja. Auf jeden Fall habt ihr die Chance, beziehungsweise jeder, der teilnimmt, hat die Chance, dann einen edlen Pokal zu bekommen, den wir als Wanderpokal machen, weil nächstes Jahr kommt dann Trennscheiben-Weitwurf-Meisterschaft Teil 2 und dann werden wir einen neuen Gewinner ermitteln. Richtig. Ich freue mich drauf. Ich auch. Alles klar. So, das war's mit dem heutigen Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Hat es dir gefallen? Ja, deine Bierdusche war sehr lustig. Also, na gut. Ich stinke und klebe von oben bis unten. Ja, geh halt duschen. Alles klar. Aber nichtsdestotrotz. Macht's gut. Ciao. Tschüss.